Du hättest gern viel, viel mehr Vertrauen in dich selbst. Jetzt erfährst du, wie du das künftig auch haben kannst. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du dabei bist. Schön, dich hier zu sehen. Ja, lass uns mal über Selbstvertrauen sprechen. Was ist Selbstvertrauen überhaupt? Letzten Endes geht es beim Selbstvertrauen, wie es eigentlich das Wort schon sagt, sich selbst zu vertrauen. Sich selbst wirklich zu vertrauen. Und ich gebe dir da mal ein Beispiel mit auf den Weg, wie wir jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen, Entscheidungen treffen, dafür sorgen, wenn wir es dann anschließend nicht auch wirklich umsetzen, unser Selbstvertrauen da bröckelt, wie wir anfangen zu zweifeln und letzten Endes führt es bei dem einen oder anderen, vielleicht kennst du das auch, sogar dazu, dass wir sogar schon aufgehört haben, uns Ziele zu setzen und ja, uns Dinge vorzunehmen, weil wir denken, ja, klappt ja sowieso nicht. Und das kostet jedes Mal Selbstvertrauen. Jetzt bringe ich dir mal ein Beispiel dazu. Und zwar stell dir vor, wir beide sind miteinander befreundet und ich lade dich ein zu einer Grillparty, Sonntag, Mittag, 16 Uhr. Du wohnst nicht weit von mir entfernt, jetzt nur mal angenommen, um dir so ein Beispiel hier mit auf den Weg zu geben. Sagen wir mal 20 Kilometer und du nimmst die Einladung an, weil du denkst, ja, ist ja eine ganz sympathische, da fahre ich dann gern mal mit meinem Mann hin und dann verbringen wir einen gemütlichen Nachmittag. So, Sonntagmittag, 16 Uhr, du klingelst an der Tür, ich mach auf und sag, sorry, ich hab's total vergessen, passt jetzt überhaupt nicht, muss auch gleich weg, können wir es bitte verschieben auf nächsten Sonntag? Dann sagst du vielleicht, naja gut, kann ja mal passieren, 20 Kilometer hin und her fahren, ist ja nicht ganz so weit, dann verschieben wir es auf nächsten Sonntag. Sonntag drauf, gleiches Spielchen, du fährst schon so am Haus vor, und siehst schon, oh, da steht überhaupt kein Auto, kommt schon so ein Gefühl auf. Du klingelst an der Tür, niemand da, niemand macht dir auf. Was ist dann passiert? Ich gehe mal von aus, ein zweites Mal brauche ich dich nicht einzuladen und zu sagen, sorry, hab's schon wieder vergessen oder keine Ahnung, machen wir es nochmal ein drittes Mal. Denn dann ist Folgendes passiert, du hast das Vertrauen in mich verloren. Ja? Und das sind so die Dinge, die sich bis heute im Erwachsenendasein wie so ein roter Faden durch unser Leben ziehen. Jedes Mal, wenn wir, also wenn du dir Dinge vornimmst, seien es kleinere, von der Bewertung her kleinere Dinge, sei es, dass du dir vornimmst heute, keine Ahnung, bringst du endlich mal die Wohnung auf ein anderes Level, räumst auf oder machst die Wäsche, oder rufst heute endlich mal die drei Leute an, die du schon ewig anrufen wolltest oder was auch immer dich da gerade so beschäftigt. Und wenn du es nicht machst, kostet dich das jedes Mal Selbstvertrauen, sprich das Vertrauen in dich selbst. Genauso wie ich das eben mit der Einladung dir metaphorisch gesprochen mit auf den Weg gegeben habe. So, wie kommst du jetzt zu mehr Selbstvertrauen? Ersten Schritt haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Warum das denn so ist, das Ding mit dem wenig Selbstvertrauen. Ich würde dich gern dazu einladen, ab sofort, jeden Morgen schon, dich mental so ein bisschen auf den Tag einzustimmen und dir zu überlegen, was steht heute alles an und von den gefühlt tausend Dingen, ich kenne das nur alles zu gut von mir aus meinem früheren Leben, schon mal 997 im übertragenen Sinne zu streichen und dir nur die drei Dinge vornehmen, die du dann heute auch wirklich machst. Die du heute auch wirklich machst. Und alles andere lässt du einfach mal außen vor. Und so gewinnst du mehr und mehr das Vertrauen wieder zurück in dich selbst. So gewinnst du wirklich mehr und mehr das Vertrauen wieder zurück in dich selbst. Und dann noch ein kleiner Tipp auch dazu. Nimm dir dann auch für, ich habe jetzt als Beispiel drei Dinge
genannt, weil ich kenne das auch von meinem früheren Leben. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, gefühlt tausend Dinge stehen heute an. Nur ja, nicht denken, einfach nur machen. Letzten Endes, wenn wir so gefühlt tausend Dinge uns vornehmen, die schaffen wir ja nicht alle an einem Tag. Und entsprechend sind wir natürlich im Unreinen dann abends mit uns selbst, weil so vieles uns immer noch auf den Schultern lastet, so vieles nicht gemacht wurde und. Das ist ja so ein Kreislauf, in dem wir uns beschäftigen, mal ganz abgesehen, beziehungsweise in dem wir uns drehen, mal ganz abgesehen davon, dass jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen und es nicht machen, es immer und immer wieder an unserem Selbstvertrauen dann nagt und bröckelt. So, und diese drei Dinge, oder vier, oder das eine größere Ding, wenn du das dann angehst an diesem Tag, nimmst du dir ganz bewusst Zeit dafür. Wenn der Kopf der Denker sich dann währenddessen Gedanken macht um gestern oder um morgen, beobachte deine Gedanken, komm immer wieder zurück ins Hier und ins Jetzt, weil dann wirst du auch merken, dass du viel, viel weniger Zeit für dieses eine Ding brauchst, mit dem du dich gerade beschäftigst, dass es dir viel leichter von der Hand geht, ganz gleich, was es ist. Das sind so Dinge, die sind ganz schwierig irgendwie in Worte zu fassen oder zu beschreiben. Einfach machen, einfach ausprobieren. Und wenn es so Dinge sind, die du nicht gerne machst, zum Beispiel vielleicht Wäsche bügeln oder, keine Ahnung, die Wohnung putzen oder Steuererklärung, was auch immer. Jeder hat ja da so seine eigenen Bereiche, die man nicht so gerne macht, die aber irgendwie dann doch mal gemacht werden möchten. Dann stell dir einfach die Frage, wie kann ich es mir jetzt leichter machen? Wie kann ich jetzt Freude dabei haben, zum Beispiel die Wäsche zu bügeln? Könnte zum Beispiel sein, du bekommst den Impuls hier, deinen Computer ans Bügelbrett oder in die Nähe des Bügelbretts zu stellen und hier zum Beispiel noch mehr von meinen Videos hier auf dem Kanal anzuschauen, sodass du dich dabei gleichzeitig mit vielen, vielen Dingen noch inspirieren kannst. Oder dass du den Impuls bekommst, deine Lieblingsmusik dabei laufen zu lassen und da einfach mit Freude auch bei diesen Dingen dabei bist. Ja? Such dir da also auch etwas, was dir auch bei den Dingen, die du nicht so gerne machst, Freude haben kannst. Aber ganz, ganz wichtig, morgens schon mal schauen, von den gefühlt 1000 Dingen, die anstehen, 997 streichen und die drei Dinge, die du dir dann vornimmst für den Tag oder das eine große Ding, dann auch wirklich machen. Und so baust du Schritt für Schritt, Tag für Tag, dein Selbstvertrauen unerschütterlich auf. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, was für eine immense Weisheit dein Körper hat, wie sehr du deinem Körper vertrauen kannst, dann schau dir jetzt unbedingt das Video an, das jetzt hier irgendwo eingeblendet wird. Und dann sehen wir uns gleich nochmal in diesem Bereich und du erfährst ganz viel über die Weisheit deines Körpers. Schön, dass du dabei warst. Bis gleich im nächsten Video. Ganz liebe Umarmung. Ciao.